Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zum mittlerweile dritten Video über das Anytone D878 UV2 Plus. Das Handfunkgerät für 2,70 Meter mit FM und mit DMR. Heute soll es mal um die Bedienung gehen, das heißt, wir schauen uns an, wofür sind die ganzen Knöpfe und wie habe ich die belegt, was kann man damit dann anfangen, wie läuft das in der Praxis, welche Menüoptionen gibt es. Bevor ich das aber mache, nochmal Dank an die Firma Difona, die mir das Gerät freundlicherweise hier für diese Serie für euch zur Verfügung gestellt hat und wo ihr das Gerät natürlich auch kaufen könnt. Außerdem gibt es von Difona auch einen kleinen Gutschein, sodass ihr das Gerät ein bisschen günstiger bekommt. Dazu aber am Ende des Videos mehr. Ein wenig zur Ausstattung und zur Belegung der Knöpfe hatte ich euch ja schon in den vorherigen Videos gezeigt. Wir starten trotzdem mal bei Null und ich schalte hier das Gerät über den Drehregler hier an der rechten Seite oben ein. Der dient auch gleichzeitig dazu, die Lautstärke einzustellen, ist daher ohne Rastung, also stufenlos. Daneben befindet sich dann ein weiterer Drehregler und der ist mit Rastung und über den kann man, wenn wir das mal hier so ein bisschen drehen, ihr seht das schon im Display hier, die einzelnen Relais umschalten, also die einzelnen Kanäle durchschalten und darüber können wir, wenn wir im VFO-Modus sind, auch direkt die Frequenz ändern. Ja, kommen wir zum Display. Das Display, hier oben haben wir zunächst mal so eine Statuszeile, da ist zum Beispiel ein S-Meter, daneben seht ihr die Sendeleistung, die ist jetzt hier auf Turbo gestellt. Das A dort bedeutet, dass ein Auto-Power-Off definiert ist, dass das Gerät also nach 30 Minuten ausgeht und hier an der Seite seht ihr in dem Akku mit dem Akkusymbol auch den Akkustand. Darüber hinaus werden euch dort viele andere Sachen noch angezeigt, etwa wenn ihr in DMR eine Nachricht erhaltet oder wenn der Digitalmonitor benutzt wird oder das GPS bzw. Bluetooth eingeschaltet ist und auch ob die jeweiligen beiden Optionen dann eine Verbindung haben zu anderen Geräten bzw. eben zu den GPS-Satelliten. Also eine ganze Menge kriegt man dort oben angezeigt. Ja, unten haben wir ebenfalls eine Zeile, eine Menüzeile. Hier seht ihr die Beschriftung im Prinzip der Knöpfe. Das grüne Menü hier, das steht für den grünen Knopf, das rote List hier für den roten Knopf und hier dieses Zonen mit den Pfeilen nach oben und nach unten, das steht hier für die Schaltwippe. In der Mitte haben wir dann zum einen das Datum und die Uhrzeit, das könnt ihr einstellen, entweder manuell oder per GPS und dann haben wir hier unsere beiden VFOs, die jeweils aktive ist groß und wenn ich jetzt hier mal umschalte auf die andere, seht ihr, dann wird die hier groß. Ich habe hier auf der Taste P1 habe ich die Umschaltung liegen, das heißt, wenn ich die Taste P1 drücke, kann ich zwischen den beiden VFOs hin und her springen, jeweils aktive ändern und wenn ich P1 drücke und halte, dann wird der Subchannel ausgeschaltet, also das jeweils nicht aktive Band ausgeschaltet und dann seht ihr, haben wir hier nur noch eins. Zusätzliche Informationen können dann hier unten angezeigt werden, also wenn ihr zum Beispiel von jemand gerufen werdet oder einen Funkverkehr abhört, dann seht ihr dann den Caller, also denjenigen, dessen DMR-ID seht ihr dann hier unten drunter. Wenn ihr die beiden VFOs eingeschaltet habt, dann seht ihr das hier oben, wo Datum und Uhrzeit ist. Dann wird Datum und Uhrzeit kurz ausgeblendet und dann wird das da im Wechsel angezeigt. Ja, zusätzlich zu den beiden VFOs seht ihr dann immer noch so ein paar Informationen. Wenn wir hier mal zum Beispiel die Zonen ändern und mal hier durchgehen, dann seht ihr das auch, dass sich dann die Sachen ändern. Da wird zum Beispiel der Kanal noch angezeigt, solche Sachen oder auch der Timeslot, hier ist jetzt Timeslot 1 und wenn ich jetzt hier mal auf 2 gehe, dann ist da der Timeslot 2, der hier genutzt wird. All solche Sachen werden euch angezeigt und bei FM-Relais natürlich nicht. Kommen wir dann jetzt zu den Tasten hier auf der Vorderseite. Dazu hatte ich ja gerade schon so ein bisschen was gesagt. Grün ist die Menütaste, damit kommen wir hier in das Hauptmenü. Hier können wir mit Grün weiter reinsteigen, tiefer reingehen, Dinge auswählen und mit Rot können wir immer wieder zurückgehen, bis wir dann irgendwann wieder im Hauptbildschirm sind. Die Schaltwippe hier, das seht ihr da auch blau hinterlegt, die schaltet durch die Zonen. Die Zonen werden euch immer hier unten drunter angezeigt. FM-Relais, DMR Deutschland,
DMR, NRW und Echo-Test. Das sind die Zonen, die ich hier hinterlegt habe und die lassen sich damit dann schnell und einfach aufrufen. Auf der roten Taste, da liegen im DMR, also bei DMR-Geräten, die Talkgroups. Das heißt, ich kann hier die Talkgroups direkt auswählen und bei analogen FM-Relais liegen hier die analogen Adressen drin. Da kann man so Sachen dann hinterlegen wie Duotone, Five-Tone, diese Geschichten. Ich glaube auch DTMF-Sachen, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Wenn wir hier mal aufrufen bei diesem DMR-Relais, dann kommen wir hier in die Talkgroup-Übersicht rein. Das heißt, ich kann hier einfach mal jetzt eine Talkgroup dann auswählen, kann die dann auswählen mit Select und Select Contact. Dann habe ich die hier aktiviert und wenn ich jetzt hier einfach mal Push to Talk drücke, dann seht ihr, sende ich jetzt hier auf der Talkgroup Local. Da muss man natürlich immer gucken, dass hier auch der Timeslot der T1 jetzt hier richtig ist, bevor man das macht. Ja, hier kann man auf jeden Fall schnell durch die Talkgroups wechseln. Eine tolle Sache. Ja, P1 hatte ich euch schon gezeigt. Damit können wir hier durch die beiden zwischen den beiden VFOs hin und her wechseln. Und wenn wir es drücken und halten, dann habe ich es so programmiert, dass dann nur noch eine VFO quasi aktiv ist. Auf der Taste P2 habe ich zum einen die Scan-Funktion. Da muss man natürlich vorher eine Scan-Liste auswählen, also eine der Listen, die man dann scannen lassen möchte. Dann kann man das hier sehr schnell dann auf den Knopfdruck starten. Und wenn ich P2 drücke und halte, dann kommen wir hier in den VFO-Modus. Und jetzt kann ich hier oben mit dem Drehregler in der Mitte dann die Frequenz anpassen. Und ich kann auch, wenn ich das möchte, hier die Tasten einfach nutzen, um eine Frequenz einzugeben. Ich kann zum Beispiel einfach mal gehen auf die 438, 150 zum Beispiel und da muss man das Ganze immer mit Nullen auffüllen, bis dann die Frequenz stimmt. Es gibt leider keine Bestätigen-Taste, werdet ihr auch gleich sehen, wenn wir jetzt hier aus dem VFO-Modus mal wieder rausgehen in den normalen Modus, dann können wir nämlich hier auch über die Tasten hier unten drunter ganz einfach Speicherbänke, also die Kanäle aufrufen. Das muss man aber auch immer genau planen, denn die werden vierstellig eingegeben. Das heißt, wenn man zum Beispiel den Speicherplatz 10 haben möchte, dann muss man eingeben 0, 0, 1, 0 und dann wird hier der Kanal Nummer 10 ausgewählt. Das kriegt ihr noch da oben angezeigt. Oder wenn wir den Kanal Nummer 2 haben wollen, dann 0, 0, 0 und dann die 2, damit das hier dann auch ausgewählt wird. Ja, das ist also so ein bisschen komplizierter hier als oben einfach den Drehregler zu benutzen. Von daher, mal gucken, vielleicht wird da ja noch mit einem Firmware-Update irgendwann mal eine Bestätigen-Taste, sodass man einfach nur 1 eingeben kann und dann Bestätigen drückt und fertig. Ja, über diese Zahlentasten hier könnt ihr aber noch weitere Sachen machen. Ihr könnt natürlich darüber zum Beispiel eine DMR-ID einfach eingeben. Ihr seht das auch an der blauen Beschriftung hier, auch Texte mitschreiben, so in dem alten SMS-Stil. Das heißt, wenn man ein B haben will, muss man zweimal auf die 2 drücken und so weiter. Das lässt sich hier ebenfalls machen. Und ihr könnt hier auch bestimmte Zusatzfunktionen noch drauflegen. Das hatte ich euch auch schon bei der Programmierung gezeigt. Wenn man nämlich die grüne Taste drückt und hält, dann kommt hier so ein Hinweis, Next Key Please. Und dann muss man hier einen dieser Tasten drücken und dann wird eine spezielle Funktion ausgewählt. Ich zeige euch jetzt zum Beispiel mal, ich habe auf der Sterntaste New SMS. Das heißt, wir drücken das einmal mal, halten das, dann drücken wir einmal die Sterntaste und dann bin ich hier schon in dieser SMS-Funktion und kann dann jetzt hier eine SMS schreiben. Und hier kann ich euch das auch mal zeigen, dass man dann zum Beispiel ein B schreibt, indem man zweimal da drauf drückt und dann kann man hier ein O noch machen und noch mal so und dann steht da Bob. Alles klar. Bleiben nur noch ein paar Tasten an der Seite hier übrig, beziehungsweise die da oben. Auch die sind ja teilweise frei belegbar. Ich habe hier zum einen natürlich die Push-to-Talk-Taste. Das heißt, wenn ich die drücke, dann gehe ich hier auf Sendung. Das ist klar. Und dann habe ich hier drunter die Tasten 1 und 2. Das sind die Tasten PF1 und PF2. Auf der Taste PF1 habe ich den Last Caller. Das heißt, wenn ich die einmal kurz drücke, dann kann ich darüber direkt denjenigen anrufen oder das auswählen, was ich zuletzt empfangen habe. Das ist eine ganz nützliche Sache. Wenn ich das drücke und halte hingegen, dann komme ich hier zur Dial-Funktion. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Private-ID, eine DMR-ID von jemand hier einfach eingeben und das bestätigen und so dann eben
schnell mal eine DMR-ID aufrufen oder anrufen. Auf der Taste Nummer 2 habe ich dann den Digitalmonitor. Wenn wir den einschalten, dann wird uns das hier oben auch angezeigt. Und das ist so ein kleines Lautsprechersymbol. Und wenn ich den einmal einschalte auf Single-Slot, dann wird eine Welle nur angezeigt, und wenn ich auf Double Slot gehe, dann werden hier zwei angezeigt, und so kann ich mit dieser Digitalmonitor-Funktion schnell mal hören, unabhängig von der Receive Group, die ich ausgewählt habe, unabhängig vom Zeitschlitz, den ich ausgewählt habe, was kommt denn da über das Relais. Wenn ich hier Double Slot wähle, dann wird sowohl der Timeslot 1 als auch der Timeslot 2 dann mir angeboten, und ich kann noch weiter konfigurieren in den Einstellungen, ob das dann zusätzlich abhängig sein soll von der Talk Group, von so Sachen wie zum Beispiel dem Color Code und ähnlichen Dingen. Das kann man alles ausschalten, und dann kann man hier mit dieser Digital-Monitor-Funktion schnell mal auch in DMR-Repeater reinhören. Ja, wenn ich die Taste drücke und halte, dann habe ich da mein GPS drauf, und dann seht ihr auch hier das GPS-Symbol. Das geht dann an. Das ist weiß, solange es keinen Empfang hat. Wenn das einen Empfang hat, ein Fixing hat, dann wird das rot, und dann habt ihr quasi GPS-Empfang. Und so kann ich die GPS-Funktion gezielt an- und ausschalten, ohne groß in die Menüs reingehen zu müssen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn man dann ein bisschen Strom und beziehungsweise Akku sparen möchte. Ja, zu guter Letzt gibt es dann hier oben noch diese Taste. Das ist die PF3-Taste. Und wenn wir diese PF3-Taste einmal drücken, dann komme ich hier direkt in die Radio-Settings rein. Da gibt es einiges, was man da ändern kann und anschalten kann, sofort umschalten kann. Dann hier kommt man in alle wichtigen Einstellungen rein, und man kann auch immer einen zurückgehen und kommt dann in die Kanal-Settings rein, sodass man hier also mit wenigen Tastendrücken bei allen wichtigen Einstellungen ist. Wenn man das quasi auf dem Standardweg macht, dann müsste man erst in Menü, dann müsste man erst hier runtergehen bis zu dem Punkt Settings, das dann wieder auswählen und nochmal auswählen, und dann ist man hier in den Settings drin. Da geht das schneller, wenn man einfach oben mal auf die grüne Taste drückt. Ja, und wenn ich die drücke und halte, dann schalte ich die Sendeleistung um. Ihr seht das da oben. Jetzt haben wir da so ein kleines L für Low. Wenn ich nochmal drücke und halte, haben wir Medium, und dann haben wir High und schließlich Turbo. Das wird auch extra in Rot angezeigt. Die höchste Sendeleistung. Schauen wir uns zum Abschluss das Menü selber noch mal ein bisschen genauer an. Dazu rufe ich das hier einmal auf mit Menü, und dann gehen wir mal durch. Ihr habt hier sehr viele Möglichkeiten, und ich kann in der Kürze der Zeit natürlich nicht alles genau erklären. Vieles von dem, was ihr hier einstellen könnt, kann man auch in der Software machen. Das heißt, das habt ihr schon im letzten Video unter Umständen gesehen, wenn es um die Codeplug-Programmierung ging. Der erste Punkt ist hier der Punkt Talkgroup. Wenn wir hier mal reingehen, dann kann man sich hier die Talkgroup-Liste einmal anschauen. Ihr könnt hier natürlich bestehende Talkgroups dann auch ändern, auswählen und euch anzeigen lassen. Ihr könnt neue Talkgroups anlegen. Ihr habt hier die Funktion Manual Dial. Das ist das, was ich hier auch auf der Taste habe, dass man also direkt jemand anwählen kann, einfach die ID eingeben, die DMR-ID, und schon geht's los. Und ihr habt hier den Punkt Talker-Alias. Das ist aber etwas, was man eher nicht nutzt, vor allen Dingen nicht im Brandmeister-Netzwerk, kann das schnell zu Problemen führen. Dann haben wir hier die SMS-Funktion. Damit könnt ihr Textnachrichten schicken über das DMR-Netz an andere Nutzer, deren DMR-ID ihr habt. Da kann man hier neue Nachrichten generieren. Das haben wir auch gerade schon gesehen. Dann haben wir hier die Inbox. Da kommen Nachrichten an, eine Outbox. Da werden Nachrichten gespeichert, die noch nicht versendet worden sind. Es gibt die Quick-Text-Option, wo ihr fertige Texte, die ihr einprogrammiert habt, quasi einfach nur auswählt und an jemand losschickt. Draft-Funktion, also wo ihr Sachen einfach mal zwischenspeichern könnt, bevor oder ohne sie loszuschicken. All das ist hier möglich. Dann gibt es einen Call-Log, wo ihr euch anschauen lassen könnt, wer hat denn euch zuletzt angerufen, wen habt ihr zuletzt angerufen, welche Anrufe für euch habt ihr beantwortet, welche habt ihr nicht beantwortet. All das lässt sich hier nachschauen. Dann gibt es die Zonen, die legt man ja auch an in der Software. Die seht ihr hier nochmal. Das sind diese Zonen, die wir hier einprogrammiert haben. Einmal das FM-Relais, DMR Deutschland, DMR NRW und Echo-Test. Das sind die Zonen, die ich hier angelegt habe. In die Zonen können wir natürlich reingehen.
sehen. Wir können die als Priorität wählen. Wir können den Namen ändern. Wir können die Kanäle ändern, die hier drin sind, das Ganze abspeichern. Und wir können hier drüber auch neue Zonen hinzufügen. Das heißt, im Prinzip all das, was man auch an der Software machen kann, kann man hier auch machen am Gerät, ohne dass man groß irgendwie rumprogrammieren muss. Und das ist natürlich eine ganz große Stärke auch dieses Gerätes, dass man eben nicht immer für jede kleine Änderung zum PC rennen muss. Dann kommen wir hier zur Scan-Funktion. Damit kann man einfach Kanäle durchscannen. Man kann das hier grundsätzlich ein- und ausschalten. Es gibt Scan-Listen, die man hier konfigurieren kann. Was soll da drin sein? Auch das habe ich euch ja schon gezeigt in der Software. Und ihr könnt hier noch die Einstellungen zum Scanning ändern. Das lässt sich hierüber machen. Gleiches gilt für das Thema Roaming. Etwas, was ich persönlich eher nicht nutze, weil ich lieber selber auswähle, mit wem ich funken, mit welcher Relaisfunkstelle ich funken möchte. Aber hier gibt es diese ganzen Roaming-Einstellungen. Die habt ihr hier ebenfalls. Könnt ihr hier auch direkt drauf zugreifen und ändern. Im Bereich Settings, da gibt es dann alle wichtigen Einstellungen, was das Funkgerät selber angeht. Hier habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, das Display anzupassen. In diesem Punkt Display, da kann man die Farben ändern, den Hintergrund ändern, all solche Sachen. Auch ob euch beim Starten beide VFOs angezeigt werden sollen oder nicht. Es gibt die Voice-Funktion. Hier gibt es dann Möglichkeit, die Töne einzustellen, die ihr so zu hören bekommt. Mit den Key-Funktionen könnt ihr alle diese Tasten, die ihr hier schon gesehen habt, umprogrammieren und anpassen. Und im Bereich Other Functions gibt es dann eine ganze Menge an anderen Funktionen, wie zum Beispiel Power Save. Hier könnt ihr den 1750 Hertz Ton anpassen, die Vox-Funktion, die Scan-Funktion, DTMF und so weiter. Hierüber lässt sich auch das FM-Radio übrigens aufrufen, also das UKW-Radio, all das ist hier drin gespeichert. Ja, im Bereich Channel Settings kann man dann alle Einstellungen machen betreffend des aktuell ausgewählten Kanals. Das heißt, ihr könnt hier die Sendeleistung ändern, das Offset ändern, die Bandbreite ändern, die Sende- und Empfangsfrequenz, Talkaround, Namen könnt ihr ändern. Ihr könnt das Senden verbieten, wenn ihr wollt. Ihr könnt hier eine andere Radio-ID, also eine DMR-ID auswählen, den Color-Code ändern, Timeslot ändern. All das lässt sich hier ändern. Auch die RX-Group-List lässt sich hier drüber auswählen. Also praktisch die gesamte Kanalkonfiguration. Und im Bereich Device-Info haben wir dann noch so ein bisschen Informationen über eure DMR-ID, die ihr hier nutzt. Dann haben wir die Funktion Record. Darüber kann man Sachen aufzeichnen. Das Gerät kann, glaube ich, bis zu 500 Stunden aufzeichnen, aber nicht DMR. DMR nur 10 Stunden, der Rest dann irgendwie analog. Dann haben wir GPS. Hier drüber lässt sich das GPS ein- und ausschalten. Und es lassen sich auch Infos darüber abrufen, also wie gut der Empfang ist, wo man sich befindet. Und wenn man die Koordinaten wissen will, all das lässt sich hier drüber tun. Dann haben wir den digitalen Monitor. Dazu hatte ich gerade schon was gesagt. Den habe ich ja hier auf der Taste liegen. Damit können wir halt DMR-Kanäle quasi hörbar schalten. So eine Art Squelch-Funktion, dass wir alles ausschalten und da live mal reinhören, auch wenn wir andere Einstellungen gemacht haben. Zum Punkt Bluetooth, da werde ich in einem gesonderten Video noch mal was sagen. Das zeige ich euch auch noch mit dem Knopf, wie das funktioniert. Da kann man das ein- und ausschalten, das Pairing machen und so weiter. Und im Punkt APRS lässt sich dann APRS einschalten. Sowohl das analoge als auch das digitale APRS. Und da machen wir vielleicht auch noch mal ein eigenes Video drüber. Ja, und dann sind wir wieder oben angekommen und haben alle Menüs gesehen. So, das war wieder eine ganze Menge an Informationen über die Bedienung hier des Anytone D878UV2+. Wie gesagt, wir werden auf einige Punkte noch ein bisschen genauer eingehen, noch ein weiteres Video, vielleicht auch noch ein fünftes Video machen. Das muss ich mal sehen, je nachdem, wie ich da durchkomme und was ich alles noch zeigen möchte. Falls ihr da Ideen habt, könnt ihr mir die auch gerne hier unten in die Kommentare hauen. Ja, zum Abschluss möchte ich nochmal verweisen auf den Sponsor der Serie, auf die Firma Difona, die mir das Gerät freundlicherweise hier zur Verfügung gestellt hat, damit ich es euch zeigen kann und wo ihr das Gerät natürlich auch kaufen könnt. Und ihr bekommt jetzt, wenn ihr bis zum 30.09. zuschlagt, bei Difona auch noch einen Gutscheincode, den blende ich euch hier ein. Das ist der Code Funkwelle, alles groß geschrieben. Und wenn ihr den benutzt, dann bekommt ihr nochmal 5 Euro von Difona quasi als Rabatt auf das Anytone. Ja, unten in der Beschreibung des Videos findet ihr nicht nur den Link zu Difona und auch noch den Gutscheincode nochmal ausgeschrieben, sondern ihr findet auch einen Link zum Funkwelle T-Shirt-Shop, wo ihr dieses und andere coole Amateurfunk-T-Shirts
jetzt kaufen könnt und mit dessen Kauf ihr dann den Kanal hier auch so ein klein wenig unterstützt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Falls ja, wie gesagt, gerne unten drunter kommentieren, Vorschläge machen, würde mich echt freuen. Empfehlt das Video weiter, lasst einen Daumen nach oben da. Und vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr die kommenden Videos nicht verpasst. Von mir zum Abschluss immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.